Wir sind momentan neben den Eiskriegern, einen der krassesten Clans, Leute. Und guckt euch mein Clan-Skin an. Also ich finde, den könnte man noch ein bisschen verbessern. Aber das ist mein Anti-Held-Skin, Leute. Mein Anti-Helden-Robe, Leute. Was geht, Mann? Guckt euch das an. Das sieht mega cool aus eigentlich. So, mach ich jetzt meine Rüstung wieder an. Let's go. Meine Rüstung ist ein bisschen kaputt. Die muss ich auch noch reparieren. Hier ist aber noch mein Honigbär. Teddy und da draußen Wesley, Ashley, mein Elefant, Leute. Der ist da draußen noch, der ist aber noch so cool. Eigentlich müssen wir später mal mit dem Fight, Leute. Das wäre mega stark. Aber wir müssen schauen, was heute so geht in Minecraft, Leute. Lasst unbedingt ein Like da. Warte mal, wer rennt da draußen rum, Leute? Hört das doch Russik? Hey, Russik, Bro, was geht, Bro? Was geht? Was geht, Bro? Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist alles gut. Und bei dir? Was geht bei dir, Bro? Komm rein in mein Haus, Bro. Bro, es passieren viel zu viele turbulente Sachen. Erstmal, du weißt ja, der Beef da, Ampelkrieger, Eiskrieger, wir sind ja, haben verkackt. Dann habe ich jetzt mitbekommen, dass Gomme gebannt wurde, Gambo gebannt wurde, Banks gebannt wurde, genau wo ich mit ihm reden würde, wollte über die Zukunft von den Ampelkriegern. Und jetzt habe ich noch mitbekommen, Denergy wird ja höchstwahrscheinlich heute zugerichtet, Bro. Oh, stimmt, 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 warte, 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 stimmt, Leute, warte, das habe ich vergessen, Leute. Okay. Stimmt, das habe ich vergessen, Bro. Die Gurke wird ja heute von Steini hingerichtet, glaube ich. Ja, ich habe gestern noch mein Wort gegeben, aber es waren zu viele gegen, also quasi gegen Denergy. Er wird hingerichtet. Die Frage ist nur, wo? Ich habe echt keine Ahnung, wo das passieren wird, Mann. Bro, warte weißt mal, warte mal, warte mal. Steini richtet den doch hin. Steini richtet den hin, oder was? Ja, ja, Bro, ja, ja. Das wird safe bei unserer alten Base sein. Da ist Steini am öftesten eigentlich. Bro, wir müssen das sofort hin. Ich mag Steini nichts tun, aber Bro, Denergy ist bei mir im Clan und ich habe ihm neulich vor Yami versprochen. Ich habe ihm neulich geschworen, dass ich ihm helfen werde, Russik. Ich muss ihm beistehen. Bro, keine Ahnung, wie wir ihn retten sollen, Bro. Wenn da 5, 6, 7 Leute sind, von den Eiskriegern, alles drum und dran. Guck mal, Ami patrouilliert da vorne auch schon irgendwie die ganze Zeit. Oh, der rennt da oben rein, der freut sich wahrscheinlich schon. Und dann guck mal, wie der oben rennt. Der Russik, ich glaube, der will Abhilfe. Der freut sich richtig, dass er gleich sein Herz verlieren wird, Mann. Der wird da gebannt, die Gurke. Du wirst die Gurke retten. Du bist auch für die Gurke, oder? Also guck mal, das Ding ist, ich bin einfach dagegen, dass die Gurke geköpft wird. So, Gurke hat natürlich viel Käse gemacht, aber ich weiß nicht. Wir müssen erstmal rausfinden, wo er überhaupt erledigt wird. Man, hast du gesagt, Stani hast du öfter da hinten gesehen, bei der alten Base? Ja, Bro, deswegen lass schneller, schneller hinfallen. Komm mit, ich fahr mit der Metrose. Lass doch schnell hinfallen, Bro. Ja, aber Bro, das Ding ist, ich weiß nicht auch, was wir tun sollen, weißt du, weil, warte mal, ich weiß. Oh. Hier ist ein Gebäck, steck aus, steck aus, Bro, steck aus, Bro, ja, komm, steck, ja, steck, steck, bevor raus, die Gurke riecht, das ist bestimmt bald, Bade. Wir haben auf jeden Fall Zeit, es ist noch niemand auf dem Server, Bro, aber die Frage ist halt, ja, wie wollen wir das denn anstellen? Wie willst du das machen, Bro? Wenn da 5, 4 Eiskrieger sind, Bro, die sind gerade alle die mächtigsten, die hey, haben. Warte mal, Russik, da vorne, das sieht aus wie ein Hinrichtungsplatz. Oh, der Energy ist schon da, bitte, nein, der muss vom Server liefen, Russik, Bro, der muss vom Server liefen, Bade. Warte mal, hier ist schon der Amboss bereit, Bro. Die wollen eine Amboss-Strafe machen, der Energy durch sein erstes Herz von Maxol und durch den Amboss, aber warte mal, Russik, wenn der Amboss hier runterfällt. Dann geht man nicht hops. Denkst du? Ja, dann werden die ihnen halt noch ein paar Hits davor geben. Warte mal, da muss irgendwas dahinter sein, Russik. Aber du, das ist keine Trap jetzt von dir, oder? Nein, Bro, keine Trap. Ich wusste nicht mal, dass das hier ist, Bro. Warte mal, Russik, guck mal da unten, Bro, guck mal. Der Nachi würde da runterfallen und dann fällt der Abus auf seinen Schädel drauf. Okay, ach so, das meinst du, oh Gott. Russik, warte, ich geb dir den Stone-Zip, ich geb dir den Stone-Zip. Ich hab die Idee, wie ich Gurke retten kann, okay? Ich hab grad die Idee bekommen, Russik. Ich werd ihn retten, okay? Ich werd's schaffen, Bro. Wie, warte mal, ich hab ne Idee. Welche? Guck mal, wenn Denergy hier hingerichtet wird, theoretisch gesehen, wenn du unten bist, da wo das Wasser ist, ja? Ja? Dann kannst du ja ihn abfangen, das Wasser wegnehmen, mit Denergy sich wegbauen. Hast du eine Behutsamkeitsspitzhacke zufällig oder Steine? Nee, ich hab keine Steine. Bro, ich bin Steinebrand. Weil hier sind doch Öfen, Bro. Ich brat kurz. Hast du Cobblestone dabei, Bro? Hast du Cobble dabei? Nein, hab ich nicht, Bro. Warte, ich baue hier einfach kurz schnell Kobbel ab, Bro. Und dann baue ich da einfach Nicht das, sonst fällt's noch auf, dass hier manipuliert ist, Bro. Das ist so für dich, Bro. Du hast recht, Mann. Ich muss schnell wieder fertig bauen. Zack, zack. So, warte, ich besorge mal schnell. Hier unten. Guck mal, das Ding ist, wenn theoretisch Denergy dann runterfällt, könntest du unten auf ihn warten. Ich könnte den Stein abbauen, bevor der Amboss abgebaut wird. Er fliegt runter. Du musst aber das Wasser wegnehmen, damit keiner hinterherkommt. Ich mach so, als wäre es ein Unfall, als wäre es aus Versehen gewesen. Und dann tust du unten ein paar Steine dingern und mit ihm ganz schnell wegbohren. Ja, also das ist der Erde Weg, das ist der Weg. Warte mal, ich brate mir ganz schnell kurz Steine. Hast du Holz oder sowas dabei zu braten, Bro? Ja, habe ich.
Schnell Schüssel ab, Denetzi fällt runter ins Wasser. Ich bin schon da unten, warte auf ihn. Hol ihn dann da weg, bau wieder zu mit Stein und verschwind dann unauffällig mit ihm. Ja, und ich tue so, als würde es aus Versehen, oder ich tue so, als hätte ich das gar nicht abgebaut, so weißt du, wie ich meine? Ja, das ist eine richtig gute Idee, Rusik. So können wir Denetzi retten, so können wir die Gurke retten, sonst wird der Ball gebannt, Mann. Wir müssen es verhindern, Bro, bitte. Hier ist Cleanstone schon, wenn ich nehme auf den Cleanstone hier raus und hier. Okay, Bro, ich habe genug Cleanstone. Das heißt, Bro, ich werde jetzt da unten warten, bis die Gurke dann runterfällt, okay, Bro? Okay, aber wir müssen erstmal warten, bis alle überhaupt da sind. Dann werde ich... Warte mal, ich habe diesen Half-Ding noch. Warte mal. Du hast den Half-Snap, Bro. Okay, warte mal. Ich gehe jetzt noch runter. Hoffentlich ist das keine Falle. Warte mal, da unten ist nur Wasser. Okay, dann kriege ich kein Feuer. Du musst aber dann unten die ganze Zeit warten jetzt, ne? Werde ich machen, Russik. Ich werde mal. Du musst mir jetzt... Gib mir bitte ein Zeichen, wenn es kurz davor ist. Schreib mir dann im Chat oder so, warte, okay? Mal, spring mal runter. Ich will mal gucken, ob wir uns noch hören. Okay, warte mal. Ich glaube, wir können nur über Gruppe können wir uns nur hören, Bro. Da unten kann ich dich nicht hören. Mach mal, test mal. Warte, spring mal runter. Ich geh runter. Let's go! Bitte ist da unten nichts, wo ich voll damage kriege. Leute, oha, Leute. Hier ist alles ausgelaufen. Russik, hörst du mich? Nee, ich höre dich, Leute, ich höre dich, Bro. Ich muss dich kurz... Warte mal, hier ist noch Koppel ausgebaut, Leute. So, warte mal. Der Energy wird hier runterfallen, Leute. Leute, Russik hat das Spiel verlassen. Okay, sehr gut, Leute. Ich warte jetzt hier unten. Russik wird dann abbauen, glaube ich. Und dann fliegt der Energy runter. Und dann werden wir ihn safe, Leute. Ich baue jetzt einen Fluchttunnel. Lass mich ganz weit wegkommen. Und den Fluchttunnel baue ich dann später mit Cleanstone zu. Warte mal, hier ist so unter Wasserhöhlen, Leute. Oh, nicht gut. Eigentlich nicht gut, Leute. Obwohl sind hier vielleicht ein paar Dias... Ich darf jetzt nicht an Diamanten denken, ich darf nicht an Dias denken, Leute. Ich muss Denetzi retten, sonst finde ich am Ende nicht mehr die Höhle. Deshalb muss ich mich jetzt drauf konzentrieren auf den Plan. Okay, hier darf ich mich nicht lang bauen, schon wenn ich so unter Wasserhöhle, Leute. Das wäre ganz schlecht. So, warte mal, dann graben wir uns so lang. Wir müssen uns kreuz und quer graben, dass es gleich nicht auffällt, Leute. Wir brauchen einen Tunnel, der richtig weit geht, dass wir Denetzi komplett retten können und die Gurke nicht hingerichtet wird, Leute. Ich droppe dir da gleich ein paar Enderperlen und dann wird niemand der Gurke was zu Leide tun können, Leute. So, let's go. Ich mach Licht an. So, und hier bauen wir jetzt den Fluchttunnel raus, Leute. So, hier ist Lapis, das nehmen wir noch mit. Kann man immer brauchen, ne? Let's go. So. Okay, Leute, das wird ein richtig guter Plan, weil Gurke ist immer noch jemand von den Anti-Helden. Ich weiß, Gurke hat auch viel Bockmist gebaut und viele Leute verraten, aber mich hat die Gurke nicht verraten und ich bin der Gurke was schuldig, denn neulich habe ich ja, wie gesagt, Stani und ein Crimex verteidigt und die Gurke angegriffen. Leute, und ich weiß, ich musste das tun für Stani, aber ich will weder, dass Stani noch Gurke zu Schaden kommt, Leute. Ich will das alles nicht. Ich will, dass niemand verletzt wird und deswegen muss ich Denetzi zusammen mit Russik retten, Leute. So, wir graben uns hier durch und wir müssen dann irgendwo wieder rauskommen, Leute. So, Leute, ich baue den Tunnel jetzt immer weiter. Der Tunnel geht schon ewig weit, weil wir müssen hier Denetzi retten, Leute. So, ich muss bis nach Katso bauen, dass wir in die Oberfläche kommen, auf jeden Fall, Leute, weil das Loch ist ja ziemlich tief gegraben. Let's go. Ich würde gerne auch diese Unterwasserhöhle erforschen für Diamanten, Leute, denn die Ressourcen brauchen wir bald für die finalen Kämpfe. Die sind ganz wichtig, Leute. Bald zählt jedes Gold und jeder Diamant hier auf dem Server. Aber wir graben uns hier jetzt erstmal raus, damit wir dann gleich mit der Gurke entkommen können, Leute. So, warte mal, müssen jetzt eigentlich gleich, oh, sind immer Fische weg mit dir. Müssen eigentlich gleich auf der richtigen Höhe sein dafür. Let's go. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir uns hochgraben. Schon Höhe 47. Bald sind wir oben, Leute. Let's go. Komm schon. Bald sind wir da, Leute. Bald sind wir oben. Und meine Rüstung ist mega Damage. Das heißt, ich kann eigentlich nicht kämpfen, Leute. Wenn ich kämpfen würde, wäre das Risiko hoch, dass ich auf jeden Fall hops gehe dabei. Die Chance ist leider zu groß. Deswegen einen Kampf können wir nicht riskieren, Leute. Okay, da geht's an die Oberfläche. Warte mal. Wir graben uns ein zur Oberfläche dann raus, würde ich sagen. So, und der Fluchttunnel ist gleich fertig, Leute. Gleich ist er fertig. Wir sind gleich draußen, ne? Let's go! So! Komm schon! Und wir haben es gleich geschafft, Bros! Da geht's jetzt raus! Und dann kommen wir nämlich hier raus, Leute! So! Grab kurz mit Erde hier zu! Und hier kommen wir dann raus, Leute! Genau neben dem Gebäude. So. Und dann gebe ich ihm Enderpearl und dann können wir die Richtung über die Eisbahn einfach abholen, Leute. Dann brauchen wir noch Boote hier.
So, warte mal, die platziere ich jetzt hier in eine Kiste einfach rein. Ich bräuchte Holz noch, Leute. Ich muss ja schon noch Holz besorgen, bevor die alle auf den Server kommen. So, let's go, let's go. Ich baue das hier hoch, dass ich es wieder sehe, wo es hier rausgeht. So, wir brauchen jetzt schnell noch Boote, Leute, und Enderperlen in der Kiste. Ich brauche ganz schnell ganz viel Holz, Leute. So, warte mal. Holz, 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 Kiste baue ich mal hier ab. Was ist hier drin? Ich baue kurz mal die Kiste ab. So, und dann brauchen wir noch Holz. Ganz wichtig. Oh, die Kleinstone darf ich nicht wegwerfen. Der ist sehr wichtig. So, Holz. Und noch ein Boot brauchen wir noch. Oh, komm schon, schnell Holz besorgen. Holz, 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 Holz. Ganz schnell da vorne, Leute. Hier gibt es genug Holz. Okay, jetzt haben wir genug für zwei Boote. Oder für ein Boot, für Energy zumindest. Dass er dann auf die sichere Insel abhauen kann, Leute. So, dann gehen wir jetzt zum Ende vom Fluchttunnel. Und dort platzieren wir dann die Kiste für Energy, mit der er gut abhauen kann gleich. Vor den anderen. So, wir bauen jetzt hier runter. Und let's go, jetzt platzieren wir eine Kiste. Und jetzt packen wir die Kiste. 4 Enderperlen, würde ich sagen. So. Und dann packen wir da auch noch das Boot rein, Leute, das auf jeden Fall abhauen kann. Und Fischbrutz werden auch noch praktisch, Leute. Die könnte ich auch noch craften für die Gurke. Aber ich glaube, das wird ausreichen. Okay, dann kommt er da zumindest raus, Leute. Wir graben uns wieder raus und gehen oben wieder rein, bevor welche anderen Leute auf dem Server sind, die hier gleich die Gurke noch hops nehmen wollen. So, let's go, müssen wir schnell rein, bevor noch Leute auf den Server kommen. Und vor allem Steini, wie gesagt, ich mag Steini so sehr, aber ich will nicht, dass er Gurke das Herz sind, Leute. So, und dann spring jetzt da vorne wieder rein in das Loch. Let's go, so. Der Slap ist wieder, oh nein, den Slap müssen wir da wieder platzieren, Leute. So, warte mal, ich nehme kurz den Block weg und den Block weg. So, da fällt das hier nicht auf. So, zack, zack. Und dann bauen wir das ab, Leute. Dann fallen wir runter jetzt Wasserloch. Und jetzt gewinnt der Energy dann hier safe über den Tunnel. Und hier muss ich dann auf die Gurke warten, dass die Gurke runterkommt gleich. Das muss ich den runterbauen, glaube ich. So ist der Plan. Und dann werden wir den retten, Leute. Das werden wir schaffen. Wir werden den Energy retten. Ich bin auf jeden Fall bereit, meinen Anti-Helm-Pro zu retten, Leute. Let's go. So, ich werde machen, was ich ihm versprochen habe. Okay, Leute, alle Leute sind auf dem Server. Gleich geht's los. Und nein, gleich wird bestimmt Energy gerichtet, Leute. Wir müssen bereit sein. Ich bin gebürtet, dass mich niemand hört. Ich weiß nicht, wann Energy hier runterdroppt. Und ich hoffe, dass es klappt und die Gurke sein Herz nicht verliert, Leute. Bitte, das muss doch klappen. Hoffentlich funktioniert das. Aber ich habe so den Fluchttunnel gebaut. Clean, so habe ich in der Hand. Nur den Appell habe ich in die Kiste platziert. Wir müssen erstmal gleich den Fluchttunnel hintergehen. Und danach muss ich das Wasser hier wegmachen, dass jemand hinterher jumpen kann. Warte mal, ich nehme mal kurz hier. Ich baue die einfach mit Blöcken zu, Leute. Ich bin bereit, dass die Gurke runterfällt. Stani schreibt alle zur Pyramide, es geht gleich los. Und nein, Leute, Stani schreibt das in den Chat. Stani ist wie ein Vater für mich, aber ich kann es nicht zulassen, dass die Gurke gebannt wird, Mann. Ich bin doch mega aufgeregt gleich. Hoffentlich mache ich meinen Job richtig. Oh, Leute. Let's go, ich bin sowas von bereit. Hoffentlich klappt das jetzt alles. Bitte, wir müssen die Gurke retten, Leute. Wir müssen die Gurke retten. Aber wir werden das schaffen, bestimmt. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Russik flüstert mir, es geht bald los. Okay, warte mal, ich schreibe Russik. Okay, bin bereit. Leute, gleich geht's los. Ich gucke auf meine Uhr, gleich geht's los. Let's go, Leute. Jeden Moment kann es soweit sein, dass der Energy runterdroppt. Bitte, 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 bitte. Hoffentlich klappt das, Leute. So, warte mal, ich muss hier den Block wegmachen, ne? Nicht, dass ihr nachher doch falsch Schaden bekommt, Leute. So. Ich bin bereit, Leute. Ich bin sowas von bereit. So. Dann rette ich jetzt gleich die Gurke vor dem sicheren Tod, dass er gebannt wird. Oh, Stani, kommt doch jemand. Das heißt, sie haben sie nicht vollzogen, Leute. Let's go. So, dass die Gurke direkt hier reingetrieben wird. Baue ich das bald so rum. Let's go, so. Wer wird das schaffen, Leute? Wer wird das schaffen? Okay, man hat hier sogar Phoenix-Effekt hier unten irgendwie. Ich warte jetzt hier in der Ecke, Leute, und dann baue ich direkt zu, wenn der runterdroppt. Komm schon, Gurke, bitte, bitte, bitte. Gurke, du darfst nicht hops gehen, bitte. Ich will nicht, dass die Gurke gebannt wird. Oh, Leute, ich bin so angespannt. Das ist so spannend, bitte. Oh, Mann. Ich warte hier unten schon die ganze Zeit. Bitte, Gurke, bitte, bitte. Er muss es schaffen, ne? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, bitte. Guck mal kurz hoch. Sehe ich da oben irgendwas? Oh, Leute, da oben wird Gurke runterkommen. Bitte, bitte, er muss das schaffen. Komm schon, Gurke, bitte. Leute, 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 ich will nicht, dass der gebannt wird. Ich weiß, dass er Streitigkeit mit Stani hat. Aber deswegen soll Gurke nicht aus dem Projekt gebannt werden.
So, warte mal, ich platziere noch Blöcke, dass der genau wirklich hier reinfällt, Leute. Da wird er nämlich genau gesaved und wird dann hier in den Fluchttunnel getrieben gleich. Jetzt bomb ich kurz hier rein, so, dann kann ich nämlich gut hier den Block drüber platzieren, dass niemand mehr die Gurke findet. Komm schon, gleich ist es soweit, bitte, bitte, bitte. Ich warte ja schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was die so lange da oben machen, Leute. Hoffentlich entscheiden die sich nicht, ob die wollen die Gurke, wie ihr, keine Ahnung, was Kopf kürzer machen gleich da oben. Oh, sein Ziel ist einfach in 10 Sekunden, Leute, die Ziel jetzt runter. Oh, was ist für ein Sound? Oh, die Blase, wie ich höre da. Ich bin bereit, Leute, ich muss mich mühen zur Zeit bei mich daran noch, oh nein. 10 Sekunden, gleich ist es soweit. Gleich müsst ihr runterkommen, Leute, gleich müsst ihr kommen, gleich müsst ihr kommen. Bitte, 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 klappt das. Komm schon, bitte. 10 Sekunden, Leute, die sind gleich rum. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, ich höre noch irgendwelche Hörner. Nicht gut, Leute, nicht gut. Jetzt geht's los, schreib mir jetzt, jetzt, jetzt. Komm schon, Gurke, 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 komm, 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 bitte, bitte, bitte. Oh nein, Leute, die blasen die ganze nämliche Hörner. Ich glaube, es ist gleich soweit. Russik, schreib mir jetzt, aber komm. Gurke, Gurke, was geht? Gurke, Gurke, Gurke. Oh, bro, 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 oh, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, keine Freistelle. Ich kann nicht schwimmen. Ich wollte dir zu, Komm schon, komm, Gurke, komm. Go. Ich hör dich schreien. Endlich, Alter. Bau ab. Warte. Ja, ich hab. Warte mal. Bro, baut hier alles auf, baut hier alles auf. Los. Wo sind die lang? Hier ist eine Kiste. Hier ist irgendwas offen. Ja, geh da lang. Lauf, renn. Ja. Dann den Weg entlang. Wir haben es hier irgendwo eingebaut, Leute, die suchen uns! Oh nein, ich stand jetzt geweckt, ich wollte, dass du davon gar nichts mitbekommst! Hier, runter aus der Höhle! Leute, wir müssen uns weiterbauen, unser Plan hat nicht geklappt, ihr habt den Voice-Chat gehört! Der Voice-Chat, wir sind nicht hier! Nicht gut, Leute, wir müssen abhauen! Wenn das jetzt schief geht, dann werde ich mein Herz verlieren, Leute! Ich muss mein Herz jetzt gerade opfern! Leute, ich werde mein Herz verlieren! Leute, ich werde mein Herz verlieren gleich! Oh nein, ihr habt das alle mitbekommen, Leute! So, wieder zu bauen hier, ganz schnell! Leute, ich hab grad richtig Druck! Ich höre irgendwelche Geräusche, Leute, von der Mine! Wir müssen uns weiterbauen! Schnell, Leute, wir müssen uns weiterbauen! Oh nein! Warte, ich schreib kurz Energy! Gruppe! Oh mein Gott! Gruppe! Ich mach eine Gruppe! Gurke 1! So, warte mal! Gurke 1 ist das Passwort, dann können wir die Gruppe kommunizieren! Leute, es ist schief gegangen, mein Fluchttunnel hat nicht geklappt! Oh mein Gott! Gurke, mein Tunnel hat nicht geklappt! Ihr habt uns über Voice-Chat gehört, sorry! Bro, Alter! Ich dachte gerade schon, wir waren viel zu laut! Alter, was hast du gemacht? Du hast mich gerettet, Bro! Gurke, der Russik hat dich auch gerettet! Bro, was? Ich hab dich gerettet! Oh mein Gott! Oh, komm doch! Nein. Oh nein, die werden uns jetzt jagen, Gurke! Ihr seid solche Loser, Alter! Ja, Mann! Gurke, wir müssen uns weiter weggraben, wir haben nur nicht gewonnen, Bro, ich hab nicht so viel Cleanstone gehabt, das heißt, sie können doch theoretisch unseren Weg finden, aber hier im Schiefer, ich hab... Alter, Schiefer, Junge! Ich kann das gar nicht... Bro, ich hab gerade mit meinem Leben abgeschlossen, ich kann nicht mehr reden, Alter! Ich weiß, Gurke, ich hab nur nicht mit gerechnet, dass die uns hören, ich hab gedacht, wir kommen weiter weg, Bro, der Tunnel hat nicht richtig funktioniert, da war nicht weit genug weg, Bro! Ist mir scheißegal, Alter, du hast alles gerechnet gemacht, Bruder. Ich liebe dich, Alter, du bist der Beste, du und Russik, ihr seid die krassesten auf dem Server, ich sag euch ehrlich. Dass ich dich angegriffen hab, dass es mir leid tut, dass ich mich entschuldigen wollte, dass es mir leid tut. Deswegen hab ich dich gerettet, Alter, Gurke. Du hast alles wieder gut gemacht, Alter, ich schwör's dir, ich verzeih dir jedes, alles, was du jemals getan hast, Bro. Gurke, wir müssen uns erstmal weiterbauen und ganz viel okay. Schief weiter und lass zu Mittelinsel, irgendwie. Ja, Bro, wir müssen uns in die Richtung von der Mittelinsel bauen, okay, Bro? Ist das die Richtung? Oh, wir sind doch schon in der Richtung, wir sind bald bei 100 Dings. Du musst auf die Mittelinsel, da wärst du auf jeden Fall sicher, da kriegen die dich nicht weg. Oh mein Gott, Alter, ich bin auf einmal runtergefallen. Das hat keiner gesehen, Alter. Und auf einmal fliege ich, Alter, das war so krank. Aber die haben dich gejagt, die können uns immer noch suchen, Bro. Die sind bestimmt hier in der Nähe und graben sich hier rein. 100%, wir müssen weiter kommen. Safe, ich könnte kämpfen, aber Bro, mein Helm ist so down, mein Helm wird gleich kaputt gehen, wenn ich angegriffen werde. Alter.
Alter, komm. Ist deine Rüstung low oder was? Nee, meine Rüstung ist low, Bro. Wir sind Richtung 0-0 auf jeden Fall. Wir graben uns in Richtung 0-0, Bro. Wir graben uns in die Freiheit, okay? Alter, Junge, alter Ente, Mann. Geisteskrank. Wann hast du das gemacht? Wann habt ihr das gemacht? Bro, wir haben das geplant. Nein, Ami, schreib mir, wo ich bin, Bro. Die werden uns jagen. Wir müssen in der Gruppe bleiben, Bro. Wenn du aktiv Voice dann machst, dann hört ihr uns. Okay. Hinter uns wieder Schiefer zu bauen. Grab weiter, ich baue Schiefer zu. Ja, mach. Ich grab weiter. Man kann uns hier nicht finden. Wenn die uns hier finden, dann die X-Ray oder sowas. 100%. Stani hat uns verlassen. Ja, Alter. Aber es ist nicht mein Freund. Ich wollte, dass ihr das friedlich klärt, Bade. Hier ist die Höhle. Warte, ich schreib Russe kurz, warte. Und dann Energy, wo ist dein Respawn Point? Wo ist dein Respawn Point, Bro? Weißt du das? Mein Respawn Point? Ja? Bei den Eis. Oh, Scheiße! Nein, ich sterbe! Bro, hilf mir! Bro, ich freue mich! Gurke, pass auf! Bro, oder du springst in Lava oder so, dann spawnst du draußen auf jeden Fall, Bro! Alter, ihr müsst schnell weg, ich muss schnell aus der Gruppe. Stani hat 100 Diamanten auf Energy seinen Kopf gesetzt, Mann. Was? 100 Diamanten? Was? Ich muss aus der Gruppe raus, bevor sie mich vermuten. Tschüss, Energy, ich hab sie gerade raus. Danke. Alter, geisteskrank. Gurke, wir müssen Richtung 0-0 bauen. Wir müssen Richtung 0-0 bauen, Bro. Bro, ich baue mich, okay? Gurke, hier geht's raus, Bro. Das hier ist mein Kopf. Wo? Schnell, hier ist überall Wasser, Mann. Oh mein Gott. Oh, jetzt müssen wir schnell sein, komm raus, ich hab Boot, schnell bis auf die Mittelinsel, Bro, wir sind in der Nähe von der Eiskrieger-Base. Komm rein, steig ein, schnell, Fahr, wir müssen stehen, komm, Du bist sicher, hier bist du sicher, Bro. Oh mein Gott, lass Gruppe raus. Alter. Gurke, du hast es geschafft, Bro. Du hast es geschafft, Mann. Du bist auf der Mittelinsel. Du hast es geschafft, Mann. Du bist der krasseste, Alter. Gurke, ich muss mich verstecken hier, Bro. Wenn die mich finden, dann Ente, ich sag dir was, ne? Wenn ich sterbe, Alter, hier auf dem Server, ich werde dir was hinterlassen, Bro. Schau unbedingt irgendwann mal, wenn du was von mir siehst, das gehört dir. Ich werde es dir geben, Alter. Ach, das habe ich jetzt. Hey, Abi, was geht, Bro? Oh mein Gott, hallo Amir. Amir, was geht, Bro? Amir, Bro, was geht bei dir so? Warum redest du nicht, Amir? Amir, man hört dich nicht, Bro. Ja, alles gut, Jungs, warte ganz kurz. Ich warte. Du, auf was wartest du denn, Bro? Hä? Es ist tolles Wetter, wartest du oder? Denn, hä? Wartest du, bis du eine Gurke wirst? Was hast du für die Ausrüstung an, Bro? Was ist denn, Amir, hä? Amir. Ey, warte, chill. Das darfst du nicht. Du weißt, ich hab mit den Admins geredet, das durftest du nicht abbauen. Das gehört auch zur Mittelinsel, Bro. Alles gut. Gurke, ich muss dann ganz kurz los, Bro, ne? Ente, ja, Mann, ey, du bist der krasseste, ich schwör's dir, Ente, du bist der krasseste. Ente, Gurke, tschüssi, ich hab gar nichts gemacht. Ente. Ja, Abia? Ich kann seit geraumer Zeit bisschen in die Zukunft gucken und das Schicksal von den Ampelkriegern wirst du bald teilen. Was meinst du denn? Ich bin doch gerade hier auf der Mittelinsel gewesen. Ente. Er hat mich gerade nur aus dem Wasser geholt. Ente. Ja? Hiermit offiziell gehörst du zur Liste der Gejagten von den Eiskriegern. Alles gut, Ente, das wird sich schon klären. Ente! Ja? Du bist auf Platz 1, auf Platz 2 ist Energy. Ich muss weg hier! Oh nein, ich hab Energy gerettet für den Clan, Leute! Weil ich das Energy versprochen hatte! Ab jetzt wollen wir alle an die Gurgel, alle Leute wollen mich, Leute! Ich habe Wave gehört, ich hab... Siu, warte mal, da will Siu und mich auch hops nehmen! Leute, was soll ich jetzt machen, Mann? Ich glaube, für mich ist es bald vorbei in Minecraft, Leute, ich werde bald alle meine Herzen verlieren, das war gerade so knapp! Das war eins kurz davor, dass wir gefunden werden, Leute, und alle hops genommen werden! Leute, was ist da passiert? Warte mal, ich habe mir gerade Äpfel gefarbt, Leute, und Bex ist auf das Spiel... Bex ist gejoint, Leute, hä? Ist der wieder Endband? Ich dachte, der wurde gebannt von Minecraft, Leute, was macht er wieder auf den Server? Hä? Wieso das? Warum bist du denn zurück, Leute? Das ist gar nicht gut, Bade. Warum bist du denn zurück auf dem Server? Ich hab gedacht, der wurde gebannt, Leute. Und der ist jetzt weg, Mann. Der wurde da verurteilt, dass er gebannt wird von Kianis, Leute. Ich fahr mir gerade Äpfel, Mann. Und jetzt ist einfach Banks back. Hä? Warum bist du denn zurück? Banks, Bro. Wir sind doch Bros, oder? Oh, das ist gar nicht gut, Leute. Ich bin ja nur am Äpfelfarm.
Aber hier bin ich noch safe auf der Insel. Darf gar nichts passieren, Leute. Weil ich könnte mir vorstellen, dass bald die sich ordentlich recht werden mit Flo zusammen oder so. So, Leute, ich habe gerade Äpfel gefarmt. Der will sich in der Mitte treffen. Okay. Dann treffen wir uns jetzt mal mit Banks. Mal sehen, was er zu sagen hat, Leute. Ich bin mal gespannt. Warte mal, denn war doch gerade jemand? War der das? Da ist gerade jemand gelaufen, oder? Oh, Leute, da vorne ist er, da vorne ist er. Oh, warte mal. Da ist Blackjack da vorne. Und wer ist dabei? Da ist Gabo. Gabo ist auch entbannt worden. Oh, nein, Leute. Das ist gar nicht gut, weil ich bin gerade alleine. Okay, aber ich bin auf der sicheren Insel. Mir kann ja nichts passieren. Und selbst wenn die zu zweit ergreifen, dann müsste ich mich halt verteidigen, Leute. Aber das sind E-Schufte. Denen ist es doch egal, ob das wenn die sichere Zone ist. Wenn B auf B stößt. Hey! Dann wird dein Herz gedroppt. Was reden die da, Leute? Blackjack, denk mal ganz nah, ganz genau nach. Der steht da auf B dir. Trifft. D auf B! Muss doch mal los. Hey, Bro, was geht bei euch? Hey, übrigens, das ist massives Griefing, Blackjack. Das bringe ich zur Anzeige, ich sag das bloß. Blackjack, Bro! Bang, bang! Warum seid ihr denn aus dem Urlaub? Du hast irgendwie eine neue Rüstung. Das sieht jetzt anders aus. Ich hab neuen Skin, Bros! Junge, du hast jetzt einen Anti-Helden-Skin auf Fische sogar. Den hat Javi mir gegeben. Du sahst, als ob du Locken hättest. Ich finde den nicht so schön. Ich bin ehrlich, aber ich muss ihn anziehen. Das liegt aber nicht am Anzug, dass er... Hey! Was redest du da? Guck Nasenband, hä? Hey! Oh, die Nase ist noch länger geworden, seit wir gebannt waren. Das ist krank. Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt wirklich auf 5D-Level aktuell. Mann, das ist crazy. Warst du das, Ente? Sag ehrlich. Ich war das nicht, nein. Okay. Gabus, da hast du wohl nur so lang, weil er so viel gelogen hat. Ich hab gar nicht gelogen. Ja, das ist ehrlich so, ne? Ja, Ente, ja. Aufgebannt. Mama Alpland. Ja, gut, das mag schon sein. Ja, also Ente. Ja, ich meine, ihr habt gelogen, wir haben gelogen. Da sind wir doch jetzt quitt, oder? Wir sind quitt, Banks. Ihr habt Urlaub bekommen. Wir sind quitt. Ja, okay, dann ich hab eh lass genug einschlagen. Okay. Also von ihr Rüstung ausziehen. Warte. Nee, der kreuzt die Finger hinterm Rücken. Ich hab gar keine Finger. Ihr rennt mit Röcken rum? Hör das zur Röcke. Hey. Kimono. Hey, lach mich nicht aus. Wenn da eine Windböe kommt, dann stehst du nackt hier. Hey, lach mich nicht aus, mein Skin. Ich kann nichts dafür. Das ist ja wirklich. Überkacke. Oh mein Gott, ich wäre das peinlich, in diesem Plan zu sein. Das ist crazy. Das ist ich kann nichts dafür, okay? Vor allem, ich check auch gar nicht deine Beine. Das trägst so eine Strumpfhose, das haut doch gar nicht hin. Nein, ey, das sieht doof aus. Ich weiß, Mann, da muss doch was gehen. Die Aldi-Helden. Wieso hast du denn nicht die Aldi-Farben? Hey! Weiß blau oder nicht? Die guten alten Aldi-Helden. Was labert ihr? Ich denke, ich werde mir einen Aldi-Skin für morgen reinmachen. Ja, wenn check die Ampel ausfällt, dann regelt die Ente den Verkehr. Aha. Ja, ja, dann lass einschlagen jetzt. Okay, Ben. Oha, du musst mir nicht direkt einen Crit drücken. Ja. Ich will auch einschlagen. Oha. Komm, Gabo. Au. Und jetzt killen wir ihn. Pum. Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, wir haben jetzt Frieden endlich. Ich hoffe, die Anti-Helden werden uns... Jetzt ist besser. Ich hoffe, die Anti-Helden werden uns nicht länger belästigen. Ich denke nicht, wir haben andere Ziele, auf die wir gehen müssen. Willst du uns verraten, wie viele Mitglieder die Anti-Helden haben insgesamt? Ich denke, der kann nicht so weit zählen. Das weiß ich nicht mal so genau. Doch, du weißt das 100%. Aber vielleicht sind ja einige Leute aus deiner Nähe dabei, wer weiß. Gambo, du Dreckiger, bist du ein Anti-Held? Nein, Benjamin, hör doch nicht auf die Ente, was soll denn das? Guck mal, mit seinen Worten ist die Nase noch länger geworden. Guck mal, was der macht. Ja, ich weiß nicht, Gambo. Na, ich Benja, weiß auch nicht, Gambo. Gambo, du bist doch unser Bro, du warst doch beim Geschäftsführer. Ich weiß halt, dass die ein Mitglied aus jedem Clan haben. Ja, und es gibt halt die Gambo. Nein, bei uns ist es ja Ryan gewesen. Ja, okay. Und ihr seid die Gombonauten, das heißt du oder Gomme. Aha. Jetzt beruhig dich mal. Nein, das ist komplett offensichtlich sogar. Du oder Gomme, sprich. Benjamin, mach nicht diesen, ich du oder Gomme? Ich bin's nicht, dann muss es Gomme sein. Dann Gomme. Ich denk auch nicht, dass es Gomme ist. Gomme war gerade noch on, da hast du Glück, dass wir den jetzt nicht so dazu holen können. Benjamin, ich bin noch Ampelkrieger-Anwärter, warum hast du jetzt diesen? Ich würde mal drüber nachdenken. Ich hab sogar schon meine Anmeldegebühr gezahlt. Bei wem? Bei dir, ich hab dir 5 Dias gegeben. Ach ja, stimmt. Hä, du hast mir auch Dias geschuldet von der Wette noch. Nein, aber die Wette kam ja danach.
Ja, dann will ich jetzt auch... eigentlich hier? Der Dreckige. Musst du nicht zurück an die Kasse oder so? Müsstest du nicht beim Anti-Helden-Training dabei sein, hä? Ist das krank, wirklich? Ja, kaputt. Also alleine wegen diesen Lumpen würde ich da schon nicht hingehen. Warum? Wir haben doch coole Ausrüstung. Guck ja, mal. Ja, aber du bist ja dann, wenn schon länger Mitglied. Da wusstest du ja noch nicht, dass da... Dass das Outfit da entworfen ich wollte, also ich muss ehrlich zugeben, ich wurde schon ein paar Mal angefragt, aber ich habe immer abgelehnt. Angefragt? Ja. Ja, Yami persönlich hat bei mir angeklopft. Hast du gerade gesagt, dass du abgelehnt hast? Und ja. Wenn ich angefragt habe? Dich? Ja. Ja, also frag mal deinen Chef, Ente. Mach ich. Yami da? Leider nicht. Nee. Warte ganz kurz, warte kurz. Yami? Hallo? Yami? Guck mal, er guckt auch nach. Ist das Yami, krank? Bro, was geht bei dir? Wo bist du denn? Was ich höre, glaube ich. Yami, Bro, wo bist du? Yami, antworte mir. Hey, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist Yami. Spaß. Yami, dass du so über deinen Chef redest, ist wirklich respektlos. Ich muss aber dann das los. Werde ich dem auch sagen. Hey, hey, nein, nein, bitte nicht, das war Spaß, bitte, bitte. Außer du zahlst mir ein Dia. Ich hab kein Geld, Bros, ich bin broke, Bros. Junge, was seid, seid ihr die Broke-Helden oder was? Ja, Gabo kann das gerne für mich bezahlen. Kurze ich bin Frage. Nicht bei den Aldi-Nauten. Mir ist da nämlich was zugetragen worden. Ich habe nämlich gehört, dass der Alpha-Clan den Anti-Helden beigetreten ist und dass dieses hässliche Gebäude da hinten jetzt die Alpha-Helden-Tower heißt. Das ist oder der Aldi-Tower. Stimmt echt? Das? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Juhu, wir haben ein neues Haus. Wir haben nicht Gebäude. Ich bin nicht mehr obdachlos, juhu. Ich habe auch kein Haus. Na gut, ich bin obdachloser gerade aktuell tatsächlich. Du kannst in meiner Nase wohnen, wenn du willst. Boah, das hätte auch einen Style, ne? Auf Penthouse-Level. Sag ich ehrlich. Ich sag ehrlich, das mache ich. Aber Banks, ich hab gehört, dass Leute auf dem Umzug waren in eurer Ampelkrieger-Base. Ja, können sie ja machen, da ist nix. Echt, anscheinend war da noch was zu holen. Was denn? Bücher. Oh, ah, du warst da. Nein, nee, Blackjack war das. Ich war's wirklich, ich hab nur noch sprich, Ed, wer war das Blackjack? Du musst auch nicht sprechen, es reicht, wenn du mit dem Kopf nickst. Das kann ich, ich kann's dir nicht genau sagen, aber es waren Leute, die du kennst. Aber ja, ich kenne jeden, der im Projekt ist, ne? Oh, das stimmt. Also ja, hab ich doch gesagt. Ich muss da ganz schnell weg. Das muss Blackjack gewesen sein. Ich das weiß dachte nicht, ich aber ich lass den vor der mir wurde eine Doppelchest. Lass den abfangen, lass den abfangen. Ich muss weg hier. Ja, okay, Leute, ich weiß, wer das war. Oh, ich hätte es nicht sagen dürfen. Aber ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht 100%. Aber ich habe davon gehört, dass da ein Raubzug stattfand, Leute. Aber dann ist jetzt alles wieder okay mit den Appelkriegern. Aber die Eiskrieger wollen mir immer noch... Die wollen mich immer noch erledigen. Leute, das ist noch schlimmer fast. Das ist der stärkste Clan hier. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und lasst ein Abo da. Das wird mega nice. Bis zum nächsten Video. Und ciao.